Moin moin liebe FC24-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, heute ist es soweit. Ich habe schon mehrfach angekündigt, dass ich gerne ein YouTube-Video machen möchte, wo ich meine ganzen Probleme mit EAFC24, aka FIFA 24, zusammenfassen möchte, euch näher bringen möchte und generell gegebenenfalls, falls das immer mal einer von EA sieht, ich den Leuten an die Hand geben möchte, A, was mich stört, B, was man besser machen kann, C, was ich mir wünsche und wo ich mir vorstellen könnte, dass das auf die breite Masse ebenfalls zutrifft. Als allererstes möchte ich erwähnen, dass das hier kein Rant-Video wird. Das wird ein One-Take, wenn ich mich verhaspel, wenn ich mich verplapper, dann tut es mir leid. Aber unterm Strich geht es mir darum, dass ich dieses Spiel per se liebe. Die komplette FIFA-Reihe, alles was mit Fußball zu tun hat, ist hier drin. Ja, das ist Liebe für mich. Das gibt mir was, da sind Emotionen mit bei. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Ultimate Team und generell die ganze FIFA-Reihe und jetzt auch EAFC 24 so gottlos erfolgreich ist. Weil es nun mal die Connection ist zwischen Real-Life-Fußball, den ganzen Kram als Game und beides dann mit dieser Emotion kombiniert, sich teils sehr gut, aber auch sehr frustrierend anfühlen kann. Und da würde ich ganz gerne direkt zu meinem ersten Punkt kommen. Ja, ich werde hier nicht, wie ich gerade schon gesagt habe, großartig rumranten oder irgendjemand auf den Schlips treten oder irgendjemanden beleidigen, sondern ich möchte das Ganze sehr strukturiert durchgehen und einfach ganz klar sagen, hey, das sind Dinge, die finde ich schade, das sind Dinge, die kann man besser machen, das ist ein Lösungsansatz, den ich sehe. Denn ich würde behaupten, mit mittlerweile über 15.000 Stunden, wahrscheinlich sind es sogar an die 20.000 Stunden Erfahrung in Ultimate Team und das Ganze dann noch aus einer Perspektive betrachtet, wo ich immer schaue, okay, wie ist es aus Sicht der Community, wie ist es aus Sicht von EA und woran kann es liegen, was sind die Lösungsansätze dafür, dass ich immer probiere, mir sehr viele Blickwinkel anzuschauen und mir nicht immer nur denke, ja, das finde ich jetzt kacke, das ist jetzt scheiße. Ja, also dementsprechend, niemand soll sich angegriffen oder auf den Schlips getreten fühlen, ich will das hier ganz strukturell durchgehen. Und damit fangen wir mit einer Sache ganz kurz an. Ich bleibe hier kurz in diesem Menü stehen, denn Menü ist definitiv auch ein Punkt und ich will nichts machen, bevor das ganze Game wieder abschmiert. Aber ich möchte ganz kurz über FIFA 23 reden. Denn FIFA 23 war für mich einer der besten FIFA-Teile, wenn nicht sogar der beste FIFA-Teil, den ich gespielt habe, in dem es Ultimate Team gibt. Aus einem relativ simplen Grund. Ich möchte ein FIFA-Spiel, in dem ich Fußball spielen kann. In dem ich Kurzpässe bringen kann, lange Bälle bringen kann, flanken kann, indem ich ein Kopfballtor machen kann, ein Longshot, ein Finesse-Shot, kurzes Eck, langes Eck, flacher Schuss, halt all das, was es im Fußball nun mal gibt. Und auch mal ein bisschen skillen, aber bitte nicht zu viel, weil das mag ich einfach nicht. Und all das traf eigentlich auf FIFA 23 zu, im weiten Strecken. Ja, es gab nichts, was einfach absolut OP war, außer der Tatsache, dass Lengthy Spieler nun mal besser waren als viele andere. Damit hatte ich kein Problem, weil ich selber gerne mit größeren, bulligeren Spielern spiele, was dieses Jahr wieder ein bisschen schwerer ist. Auch wenn es Lengthy nach wie vor immer noch gibt. Und dahingehend finde ich die Anpassung eigentlich wirklich sehr gut. Aber der Vorteil, und das muss man ganz klar sagen, ist, letztes Jahr waren halt größere, bulligere Spieler deutlich interessanter. Dadurch war der Agility und der Balance-Wert, also von den Ingame-Stats, ich kann es mal ganz kurz hier zeigen bei Pirlo, ja, hier haben wir das, die Beweglichkeit und die Balance mit 85 und 75, die waren nearly irrelevant. Das führte dazu, dass man nicht diese ganzen, na, wie man immer so schön sagt, Kornkreise ziehen kann, oder dass das alles so Beyblade-artig abläuft. Und das fand ich super angenehm. Allem voran, weil ich die Neuerung mit den Powershots und dem ganzen Drumherum wirklich, wirklich, wirklich cool fand. Ich kann verstehen, dass das vielen Leuten nicht getaugt hat, aber wir bleiben mal ganz kurz beim Ansatz und das werden die meisten, denke ich mal, unterschreiben können. Du konntest flanken, du konntest für Kopfbälle gehen, Kurzpässe, lange Pässe, hohe Bälle, du konntest fürs kurze Eck gehen, langes Eck, Finesse, wobei die Finesse-Shots waren ein bisschen zu schwach, aber das ist okay. Kurzes Eck, langes Eck, flacher Schuss, Powerschuss, es hat alles funktioniert und Time Finish hat alles besser gemacht. Und nun sind wir bei FC24 angekommen, wo sich das Ganze einmal wieder um 180 Grad gedreht hat. Und da würde ich ganz kurz nochmal erwähnen, was meiner Meinung nach eigentlich das Beste an FC24 ist. Und das sehen wir gerade an Havertz, das sehen wir an Dumfries und das sehen wir an den Karten, die hier gerade stehen. Ja, es geht einfach an um Evolutions. Evolutions sind absolut geil und das sind eine unfassbare Bereicherung fürs Spiel. Und ich bin EA sehr dankbar dafür, dass sie die eingeführt haben. Auch wenn ich nicht zufrieden damit bin, was die Community daraus macht, weil wie bei allen Dingen probiert man immer, das Maximum rauszuholen und die wenigsten gehen für Spieler, auf die die wirklich Bock haben oder die für einen Lieblingsverein sind, aber das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Auf die Community, also auf dich und mich, komme ich ganz am Ende nochmal zu sprechen, weil da muss sich auch jeder irgendwo nochmal an die eigene Nase fassen. Nichtsdestotrotz habe ich Havertz in die Faunus Evolution gesteckt, dann habe ich ihn hier in die andere Centurion Evolution gesteckt. Der Dude spielt sich gottlos geil. Er hat 5 Sterne Reekfoot. Das ist eine Karte, die kann ich die ganze Zeit durch FIFA tragen, wenn ich Bock habe. Es macht unfassbar Spaß, mit ihm zu spielen. Und alleine nur dafür kann man sagen, ganz, 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 ganz dicken Daumen nach oben. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir auch schon bei dem Punkt angekommen. Oder
Die Rubrik gute Sachen an FC24 war schon abgearbeitet. Das klingt jetzt ein bisschen gemein und das klingt ein bisschen fies, aber nichtsdestotrotz ist da ein bisschen mehr dran, als ich es eigentlich gerne wahrhaben möchte. Und allem voran, einer der Dinge, in denen wir uns hier gerade befinden, ist einfach ganz klar das Menü. Ich spiele zum Glück auf dem PC. Ich kann das Menü mit 120 Frames spielen. Ich kann mal ganz kurz ein Pack für euch aufmachen und guckt euch mal an, wie das aussieht bei mir. Ja, und vergleicht das mal mit dem ganzen Kram, der bei euch abläuft. So, machen wir ganz kurz hier. Promo-Pack, nee, gar nicht wahr. Klassisches Pack. 7,5K-Pack machen wir kurz mit 7500 Münzen auf. Ihr seht, es ist alles flüssig, es ist alles schön. Der Spieler macht gleich Rambazamba. Es ist cool. Und die Pack-Animation ist auch wirklich cool. Mit den Double-Walkouts und allem drum und dran. Sexy Maxi. Ja, siehst du, da haben wir sogar Trippy gezogen. Trippy-Boy. Aber nichtsdestotrotz soll es hier jetzt noch um ein paar andere Sachen gehen. Also, das Menü auf dem PC ist wirklich sauber. Es bewegt sich gut. Ich habe mich mittlerweile auch an dieses Schnellwahl-Ding gewöhnt. Und das ist alles nett. Die Seasons sind auch sehr cool. Sie sind nett. Sie sind besser als die letzten Jahre. Sie sind jetzt ein bisschen kürzer. Jetzt sind wir ja gerade noch im ersten Teil von der zweiten Season. Aber die Spieler, die wir bekommen, die Packs, die wir kriegen, das ist alles ein Schritt in die richtige Richtung. Definitiv. Aber wenn wir uns den anderen Kram hier im Menü angucken, unabhängig davon, dass die Mobile-App eine absolute Vollkatastrophe ist und 1000 Millionen Mal abstürzt, stürzt selbst nach 5 Updates das Menü nach wie vor noch regelmäßig ab. Egal ob auf dem PC, egal ob auf der Konsole, wenn ich was anbieten möchte, wenn ich was suche, wenn ich was snipe, ist es bodenlos. Bodenlos. Dann haben wir hier ganz groß angepriesen bekommen von EA, wirklich, und das macht mich so sauer, einen Claim-All-Button. Ja, das war in einem Ultimate-Team-Trailer zu sehen. Die dachten, das ist so eine coole Sache, was einfach ein Knopf ist, der die Sachen, die du abgeschlossen hast, alle gemeinsam einsammelt, der einen glücklich machen soll. Und die Leute haben sich drauf gefreut. Ich mich auch, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist eine Kleinigkeit, haben es besser als brauchen. Und das ist eine coole Sache. Und dann gehst du durch dieses Menü. Und dieses Menü, ohne Witz, meine Kunstlehrerin hat mich damals gehasst. Ich bin irgendwann wegen Kunst und Biologie aus fucking Wirtschaftsgym gegangen, weil das war nicht meins. Kunst, ich habe 2 linke Hände, ja. Ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen, aber nichtsdestotrotz weiß ich, was Übersicht bedeutet, was Komplementärfarben sind und Farben, die miteinander harmonieren, die sich gut voneinander abheben, etc., etc. Diese Menüs, hier diese Hintergründe, die Art und Weise, wie das alles zu sehen ist, wenn mal irgendwo ein roter Punkt ist, dann wird das grau, dann wird das hell, dann ist hier irgendwo eine Kleinigkeit, auf einmal wird das grün, hier ist alles gelb, es ist nicht übersichtlich, der Claim-All-Button funktioniert nicht für alles, sondern nur, wenn ich hier raufgehe, hier ist ein roter Punkt, hier kann ich es drücken, dann claim ich die Sachen. Warum nicht einmal, wenn oben rote Punkte sind, den Claim-All-Button drücken und ich kriege alles eingesammelt? Unabhängig davon, dass bis vor kurzem immer noch die Ziele verbuggt sind und was verkehrt angezeigt wird. Das geht nicht. Die Grundlage in diesem Spiel ist das Menü. Es gibt kaum ein Spiel, ja, auf dieser Welt, wo das Menü so essentiell wichtig ist, wie in FC24 AK der FIFA-Reihe. Wir bauen unser Team, wir machen SBCs, wir schließen Aufgaben ab, wir gucken auf Bahn nach. Wir machen irgendwelche anderen Dinge. Wir gehen auf den Markt. Wir filtern was. Wir snipen was. Etc. etc. Und hier sind wir immer noch auf einem Standard angekommen, der in den letzten Jahren immer beschissener wurde. Aber die Grundlage ist gefühlt immer noch ein PlayStation 3-Menü. Und das kann nicht sein. Sorry, das kann ich nicht akzeptieren und das sollten wir nicht akzeptieren. Der Zustand, in dem das Spiel mit dem Menü rauskam, war unterirdisch. Und meiner Meinung nach hätte es so nicht rauskommen dürfen. So, jetzt sind wir natürlich bei der Problematik. Und was ist der Lösungsansatz? Benutzt das Menü mal selber. Keine Ahnung, ich habe die Beta leider Gottes nicht viel genug gespielt. Dementsprechend ist mir da nichts Großartiges aufgefallen oder sonst irgendetwas. Aber wenn man doch da gemeinsam sitzt. Also ich probiere das gerade gedanklich nachzuvollziehen. Ich will eigentlich nicht ragen, aber jetzt fange ich ein bisschen damit an. Aber, guck mal. Ich gehe auf live. Und hier drauf der rote Punkt ist doch jetzt schon beschissen zu sehen. Der ganze Hintergrund ist lila. Da müssen doch 2 Menschen sitzen. Der eine, der das gemalt hat oder instruiert hat. Und der andere, der sagt, ja, Mann, das ist geil. Was ist mit den beiden? So, das kriegt, ohne Witz, meine Tochter, die ist heute 2 Wochen alt geworden. Der könnte ich das zeigen und die wüsste, das ist scheiße. Die fängt an zu kotzen und zu kacken. Aber das macht die den ganzen Tag. Ich nicht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist einfach so, das sind so Kleinigkeiten, die sind einfach nervig. Und wo ich mir denke, hey, komm, den kann doch an dem Spiel nichts liegen. Wo ist die Liebe zum Detail? Und das ist nicht mal meiner Meinung nach, was das mit Liebe zum Detail dazu gehört. Das ist Basics. Ja, da musst du mal an die Basics ran, wie der gute Karl S. mal gesagt hat. So. Also, Menü muss man ganz klar sagen, auch im jetzigen Zustand. Es ist besser geworden, aber es ist immer noch eine Zumutung. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist grundlegend eine absolute Katastrophe. Wenn wir uns auch die Kartdesigns angucken, Riese, was ist das 180p auf diesem an sich an coolen Kartendesign?
Auf der anderen Seite, ey, Priest anders, oder die zeigen uns, hey, guck mal, wir haben die Form der Karten verändert. So sieht jetzt das Kartendesign aus. Coole Sache, by the way. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz für die Bilder. Aber die nutzen es nicht. Hat niemand zu den Leuten gesagt, die sich um die Bilder kümmern, dass da jetzt mehr Platz auf der Karte ist? Riese, eine Auflösung, die katastrophal ist. Der sieht aus wie auf dem Game Boy Color. Dann haben wir hier Martinez. Karte-Design eh schon nicht so schön. Wer knallt den bei den ganzen Trikots, die Inter dieses Jahr hat? Wer knallt denn dieses beschissene Bild darauf, was leicht überbelichtet ist, einen scheiß Kontrast hat und dann nicht mal richtig zentriert ist, plus ein orangenes Trikot? Der sieht aus wie ein Müllmann. So, spielt sich natürlich arschgeil. Aber nichtsdestotrotz, was ist denn das? Und das sind Kleinigkeiten. Das hat nichts mit dem Gameplay zu tun oder sonst was. Aber wisst ihr, was ich meine? So, das sind Dinge, da kann man Liebe zum Detail zeigen. Und das zeigen ja die Leute, die Kartendesigns machen. Die Kartendesigns, Trailblazers. Ja, die neuen Heroes, die Icon-Designs, die ein bisschen animiert sind. Dann auch die Evolution-Karten, alles drum und dran. Das sieht wirklich cool aus. Aber dann geht da doch bitte Hand in Hand. Geht da einen gemeinsamen Weg. Und schaut, dass das auch wirklich alles miteinander funktioniert. So, und nun kommen wir zu dem Teil, der jetzt nochmal deutlich, deutlich verheerender wird. Und das ist das Gameplay. Weil am Ende des Tages, warum spielen wir das Spiel? Es ist schön zu traden, es ist schön, sich ein Team zu bauen. Es ist schön, ein paar Packs aufzumachen, keine Frage. Aber man spielt das Spiel, um es eben nur mal zu spielen. Und das ist das Gameplay. Und hier werde ich euch gleich ein paar Clips zeigen, um euch nochmal ein paar Sachen näher zu bringen. Aber folgende Dinge, die man einfach ganz, 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 ganz beinhart festhalten muss. Ja, mir liegt mittlerweile FC24 relativ gut. Ich habe die ganze Weekly League immer an die 16 Siege gespielt. Letzte Woche wäre sogar mehr drin gewesen, habe ich bei 16-1 aufgehört. Ich war in der Elite Division, jetzt bin ich wieder in Division 2 oder 1. Ich habe jetzt noch nicht großartig weitergespielt. Aber da bin ich diese Season auch noch ohne Niederlage durchgegangen. Und ich würde behaupten, dass sich die meisten Mechanismen in diesem Spiel funktionieren und die man usen muss in Anführungsstrichen, kenne und trotzdem damit klarkomme, ohne diese zu benutzen. Aber folgendes. Und da muss man einfach ganz klar sagen, gehe ich jetzt nämlich auf meinen wunderbaren Desktop und zeige euch einen Clip. Es geht allem voran um erstmal die Breite und die Tiefe, die dieses Jahr funktioniert. Die meisten Leute werden es mittlerweile wissen. Die Tiefe in der Art und Weise, wie die KI presst und wie das ganze Spiel abläuft, ist einfach eine absolute Vollkatastrophe. Denn das Spiel ist anstrengend. So, EA, hört mir bitte ganz genau zu. Jedes Jahr bringt ihr mehr Animationen. Dieses Jahr habt ihr ganz, ganz viel Kram gecaptured aus dem Real Life. Letztes Jahr auch schon. Und das ist eine coole Sache. Die Animationen sehen teils geisteskrank gut aus. Generell ist das Spiel grafisch gefühlt eine 1 plus mit Sternchen. Na, wir sind von der Kamera weit weg. Ja, man kann das alles kaum besser machen. Aber dann, wenn man dicht dran geht, wenn man sich die Spieler anguckt, klar, manchmal ist die Mimik ein bisschen bescheiden. Aber die Gesichter, die Face-Scans, der Rasen, der Ball, die Verformung etc. etc. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sexy. Aber die große Problematik ist, und das müsst ihr verstehen, wenn man das, oder das merkt man, wenn man das Spiel selber spielt, je mehr Animationen kommen, desto größer ist der Random-Faktor. Ich kann die Ballannahme von dem Spieler nicht beeinflussen. Ja, das heißt, ob er den mit links annimmt, mit rechts annimmt, mit dem Schienbein annimmt, mit dem Knie annimmt, mit der Brust annimmt, mit dem Kopf annimmt, das sind alles Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Klar kann ich bewusst einen Ball spielen, um bestimmte Dinge zu forcieren. Ja, aber auch, um natürlich meinen Mitspieler zu erreichen. Das heißt, das ist ja primär der Grund, wie ich einen Spieler erreichen möchte. Wie kriege ich den Ball zu meinem Mitspieler? Und was dann passiert, ist halt ein Würfelwurf. Ja, das heißt, ich kann wahrscheinlich einen Spieler 10-mal anspielen und er wird den Ball 10-mal unterschiedlich annehmen. Und das wird nur mehr. Wahrscheinlich ist dieses 10-mal noch untertrieben. Das heißt, es entsteht ein Random-Faktor, der einfach nervig und der undankbar ist. Und da muss ich ja einfach ganz klar fragen, in welche Richtung wollen wir gehen? Purer Realismus? Oder wollen wir schauen, dass es immer noch ein Spiel ist und einen gewissen Arcade-Faktor mit sich bringt, was trotzdem cool aussieht, was trotzdem realistische Elemente hat, aber dass man das Spielsystem noch wahrt. Und ich würde immer Richtung den zweiten gehen, weil ich spiele das Spiel, wenn ich Fußball spielen will, dann gehe ich raus Fußball spielen. Oder guck mir Fußball an oder sonst irgendwas. Aber wenn ich ein Spiel spielen will, dann will ich allem voran Kontrolle haben. Und diese Kontrolle wird mir als Spieler Jahr für Jahr immer, immer, immer mehr genommen. So, gucken wir uns mal ganz kurz diese Szene an. Rodrigo spielt den Ball auf Havertz. Ich mache einen Scheißpass. So, jetzt werde ich kurz ein bisschen langsamer. Normale Geschwindigkeit. Erster Bounceback auf Tevez, weil der Ball mit 1 gespielt wurde. Das ist simple Physik. Ja, der Ball, der gespielt wurde auf meinen Spieler, prallt ab, weil nur mal, was wollte ich gerade sagen?
Der Ball kommt mit zu viel Tempo. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, es tut mir leid. Der Ball kommt mit zu viel Tempo. Pirlo kann ihn nicht richtig kontrollieren. Der Ball springt weg. Das ist völlig legitim. Aber daraus resultiert, dass ich mit Riese probiere, den Ball zu bekommen. Tevez geht zu Boden. Mein Spieler fällt rüber, weil der andere Spieler liegt ja nun mal im Weg. So, Tevez kann den Ball nochmal spielen. Barnes kann den Ball spielen. Beckham spielt ihn zurück. Er spielt den Ball wieder in mich rein, bekommt den Ball wieder. Barnes schießt aus der Halbdrehung und schießt kein Tor. In dieser Situation hatte ich alles, aber keine Kontrolle. Ich bin zweimal in den Zweikampf gegangen, ich habe zweimal den Ball bekommen. Der Gegner hat einmal in mich reingepasst. Und er wurde dafür nicht ein einziges Mal bestraft, ich wurde dafür nicht ein einziges Mal belohnt. Das ist eine random Situation, die ich im Stream geklippt habe. Das ist kein perfektes Paradebeispiel oder sonst so etwas. Das ist fucking Daily Business. Und Daily Business bedeutet in dem Moment, das passiert zigmal in einem Spiel und dementsprechend zigmal, aka hunderte Male in einer Weekend League. Und das ist frustrierend. Das hilft mir nicht, das hilft dem Gegner nicht. Also, dem Gegner hilft schon. Aber ich will so meine Spiele nicht gewinnen und ich will sie allem voran so auch nicht verlieren. Das heißt, die Art und Weise, wie die Physik funktioniert und alles drum und dran, ist einfach teils ein bisschen zu realistisch. Das muss man einfach ganz klar sagen. So, gehen wir in den nächsten Clip. Gucken wir mal ganz kurz weiter. Dieses Jahr, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, sind der Balance- und Agility-Wert wieder sehr wichtig. Ja? Schauen wir uns das ganz kurz an. Spiel den Körper rein. Er behält den Ball trotzdem. Ist okay. Spiel den Ball weg. Evander. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was jetzt noch passiert. Okay, da wollte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Aber machen wir das jetzt, wenn wir den Clip hier gerade sehen. Nach 5 Patches, und es sollte gepatcht worden sein, gibt es diese Situation. Ich gehe ganz normal in den Angriff. Ich habe Platz, ich mache keinen Fehler. Ich spiele den Ball auf Havertz. Das Spiel wählt Havertz nicht an. Ich kann den Spieler nicht wechseln, weder mit L1 noch mit dem rechten Stick. Und jetzt passt auf, was daraus resultiert. Es steht, by the way, 3-2 für mich in der 55. Minute. Der Gegner kriegt den Ball, nachdem ich ihn ja nicht bekommen habe. Spielt den Ball, geht mit Neymar dran vorbei, legt den Ball runter, schießt ein Tor. In welcher Welt darf der Gegner in dieser Situation mit dem Tor bestraft werden? Was habe ich falsch gemacht? Nichts. Guck mal, ich kann aus solchen Fehlern nicht mal lernen. Ich kann, das ist das, was ich meine mit der Kontrolle. Das Spiel nimmt mir dieses Jahr nochmal mehr die Kontrolle, weil es Bugs und Fehler gibt, die einfach viel weiter darüber hinausgehen, als dieser ganze Kram, der super annoying ist. Wir haben jetzt nicht mal über Trivellas gesprochen. Wir haben nicht über Finesse-Shots gesprochen. Das hier sind die Basics. Das ist Kontrolle über einen Spieler, die mir genommen wird. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir gucken uns das nochmal ganz kurz an. Tut mir leid, dass ich hier jetzt gleich schon 18 Minuten am Quatschen bin. Das geht auch noch ein bisschen länger. Aber das ist einfach wirklich, wirklich Mucks. Das ist scheiße. Na, daraus resultiert ein Gegentor. Okay, cool. Gucken wir mal weiter. Was habe ich hier sonst noch als Clip? Ich habe gerade das 1-0 gemacht. Ich glaube, das müsste jetzt wieder so ein Bounceback sein. Worauf ich eigentlich hinaus wollte mit Agility und Balance. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, folgendes. So, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass Agility und Balance letztes Jahr nicht so wichtig war. Das heißt, wir hatten sehr wenig Stürmer, die klein und quirlig waren, die instant den Ball von einem Verteidiger zurückerobern konnten. Ja, ich habe Riese. Der ist physisch sehr stark. Der ist gefühlt 30 cm größer als die Cascarino oder wie sie heißt. Ja, der hat mehr Physis, der hat mehr Deathstats. Das ist das, was ihn auszeichnet. Was er aber nicht hat, ist der nötige Balance und Agility-Wert, um diese Situation zu vereiteln. Das heißt, ich habe in ihr, auch wenn ich jetzt gerade Pause gedrückt habe, ihr seht meinen Controller nicht, ich habe die X-Taste gedrückt für den Schulterrempler, ja, mit dem fortgeschrittenen Verteidigen, was actually eine coole Sache ist. Danach habe ich aber die Kontrolle über den Spieler verloren. Die Cascarina ist aber nicht out of balance gegangen. Das heißt, der Schulterrempler hat sie nicht ins Straucheln gebracht, ja, sondern sie war danach in der Lage, instant den Ball zurückzuerobern. Ich bekomme jetzt kein Gegentor oder sonst was, aber auch diese Situationen sind Daily Business. Auch hier wieder, das ist kein perfektes Paradebeispiel, das ist ein random Clip, den ich einfach nur bei mir gefunden habe. Seht ihr diese Animation danach von Riese? Super weird, ich hatte darauf keinen Einfluss, ich wollte ganz normal nach oben weitergehen. Aber gefühlt ist der Riese, also Riese, aka wirklich der Riese, derjenige gewesen, der ja als Verlierer vom Platz geht in der Situation dafür, dass er einfach nur er ist. Seine Körpergröße hat, seine Physis hat und dementsprechend dafür gepunished wird. Verstehe ich nicht. Next one. Ich bin im Angriff. 1er Breite, 75 Tiefe, aka 71 Tiefe.
Alle Spieler pressen ganz, 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 ganz früh. Alle Spieler lassen sich ganz, 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 ganz tief fallen. Folgende Problematik, ich fasse das jetzt in dem Moment kurz, auch wenn dieser Teil sehr, 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 sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat, ist es eine Katastrophe, es gehört gepatcht. Warum? Es ist anstrengend, dagegen zu spielen. Ja, ich kann mein Spiel nicht richtig aufbauen. Ich kann nichts anderes machen, außer irgendwann für Seitenwechsel gehen, hoffen, dass sich eine Lücke öffnet und dass dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise ich einen Spieler anspielen kann. Ja, meine Aufgabe ist es, nachdem ich meinen Ball jetzt durchs Zentrum nach vorne gespielt habe und ich nehme schon meine Außenverteidiger mit nach vorne, damit man die Viererkette hinten auseinanderzieht. Guckt euch das an. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler. Irgendwo muss doch der andere noch sein. Sind doch alle, oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle 10 Spieler sind 15 Meter vom 16er weg. Und das kann auch in Real Life realistisch sein. Auch hier wieder. Das kann sein. Aber es macht im Spiel keinen Spaß. Du kannst von einem durchschnittlichen Spieler nicht verlangen, dass er diese Situation anständig gelöst bekommt. Denn ich mache Folgendes. Schauen uns das wieder an. Ich spiele den Ball nach hinten. Wir können den Clip ja mal ganz von vorne angucken. Ganz von vorne angucken. Da sehen wir, ich bin hier die Außenlinie runtergegangen. So stehen seine Spieler. Und so leite ich jetzt in Anführungsstrichen einen Angriff ein. Ich gehe dann mit Dank für den Seitenwechsel, warte ein bisschen, dass der Spieler auf mich raufläuft, dass eine Lücke entsteht, spiele den Ball in den Rückraum, nochmal in den Rückraum, guckt euch das an. Es ist alles Clusterfuck. Ich bin die ganze Zeit an L1 drücken, an Spieler schicken, ich bin die ganze Zeit am R1 drücken, um Spieler ranzuholen. Das ist Pain. Wie? Wie soll ich hier in einen Spot kommen, um ein Tor schießen zu können? Danach mache ich einen Fehler, der Gegner kann reinkontern. Verliert auch den Ball, 2 Bouncebacks, war kacke von ihm, war kacke von mir, ist alles okay. So, der Gegner hat die Situation gelöst und weil meine Mannschaft irgendwann auch mit ausrutscht, wird er dafür belohnt und kann theoretisch gesehen den Konter fahren. Das kann in Real Life, ich kann es immer wieder sagen, realistisch sein, aber das hat in einem Spiel nichts verloren. Und die Tools, die EA in dem Moment einem da zur Verfügung stellt, klar, abused es die Community. Hier defensive Stärken, hier defensive Stärken, hier 71 Tiefe, hier 1er Breite. Ja, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen und sagen, hey, muss das sein? Ich spiele nicht so. Ich hole trotzdem meine Siege, es ist alles okay. Aber man kann kaum jemanden Vorwurf machen und sagen, was soll der Scheiß? Weil am Ende des Tages muss sowas in kürzester Zeit gepatcht werden und gebalanced werden. Es geht einfach nicht. Es geht nicht darum, dass man jemandem die Option völlig nimmt. Aber wenn man das Spiel kennt als Entwickler und weiß, wie die Mechanismen funktionieren, und das würde ich behaupten, wissen die meisten bei EA einfach leider Gottes nicht, dann weiß man auch, wie man das in den Griff kriegt. Aber das wird nicht passieren, weil diese Neuerung mit der Tiefe und mit dem KI-Pressing und mit der Breite einer der in Anführungsstrichen größten Gameplay-Neuerungen in diesem FC24-Teil ist. Es ist bodenlos. So, next one. Gucken wir uns auch nochmal ganz kurz an. So. Ball fliegt nach vorne. Ähnliche Situation. Zentrum, ihr seht es jetzt schon. Zentrum ist an sich an komplett dicht. Ja, jedes Spiel ist super, super, super anstrengend. Ja. Jeder Meter, jeder Step, den ich mache, ist so wichtig, dass ich da keinen Fehler mache oder irgendwas. Ja, ich habe keine Spots für irgendwelche Schüsse oder irgendwas dergleichen. Klar können sich das jetzt irgendwelche Pro-Gamer angucken und sagen, hey, doch, so und so, so, so kannst du das machen. Aber mich juckt ein Pro-Gamer nicht. Das sind die besten Spieler der Welt. Natürlich finden die alle für alles eine Lösung. Auf irgendeine Art und Weise. Aber Spieler der breiten Masse, und ich bin da ja auch schon deutlich drüber beim Durchschnitt, ja, wie jeder andere, der anständig in der Weekend League performt. Wie sollen die diesen Kram lösen? Die verzweifeln an diesem Spiel. Da ist, lasse ich den stehen. Und jetzt habe ich hier, jetzt ist der Clip leider Gottes vorbei, ich schieße kein Tor. Das heißt, ich bin hiernach mit einer Lösung rausgekommen. Der Gegner macht einen Fehler. Ich bestrafe ihn. Ich mache mir die Lücke auf. Mein Spieler geht in die Lücke rein, in den Raum. Und Neto macht jetzt den Touch, ohne dass ich die Sprinttaste gedrückt habe. Zu 1.000.000% habe ich ihn nicht gedrückt. Nimmt den Ball scheiße an. Und den schießt ich gleich aufs kurze Eck und in dem Moment kann der Torwart den A wieder halten und ich glaube, der Koundé grätscht noch davor und kann den Ball blocken. Eins von beiden, ich weiß es gerade nicht. Ja, aber auf jeden Fall wird mir dann sogar noch wieder durch den First Touch, was ich vorhin erzählt habe, die Situation genommen, das irgendwie anständig lösen zu können. Toll, coole Sache. Nächster Clip, gehen wir auch nochmal rein, weil das Ganze vielleicht nochmal ein paar mehr Beispiele benötigt. So, ich treffe Aluminium. Guckt euch das an, wie die Gegner stehen. Guckt euch das mal auf der Map an. Guckt euch das auf der Map an, das ist der Wahnsinn. Meistens reicht schon ein Blick auf der Map und ihr wisst ganz genau, was da los ist. Tell me,
EA. Was ist das? Achte drauf, wie der Gegner die Spieler wechselt, wie der die Spieler steuert. Der weiß überhaupt nicht, was da passiert. Der weiß nicht, was er da macht. Aber er wird in den seltensten Fällen dafür bestraft. Hier in dem Fall kriege ich sauber rausgespielt. Aber es ist, wie gesagt, anstrengend. Es ist unfassbar, unfassbar anstrengend. Und ich will ein Spiel spielen, wenn ich von der Arbeit beispielsweise nach Hause komme. Auf mich trifft das jetzt nicht zu, aber natürlich für die breite Masse. Ich will ein Spiel spielen, was mir Spaß macht. Ich will ein Spiel spielen, wo ich einfach mal den Kopf ausschalten kann und ein bisschen Fußball spielen kann. Und das klappt ab einem gewissen Punkt in diesem Spiel, und das ist Fakt, einfach nicht. Es klappt nicht. Du musst dich über jeden Schritt 100% konzentriert sein, und es ist gefühlt wie eine Doktorarbeit, wie eine Operation am offenen Herzen, so fühlt es sich teils an. Jeder marginale Fehler, den du machst, wird einfach absolut, absolut bestraft. So, ich sag keine Ahnung, was hier jetzt passiert, deswegen gucke ich mal ganz kurz. Oh! Oh! Oh, 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 oh! Elfmeter. Machen wir den fließenden Übergang. Nächster Punkt. Komm. Wenn wir schon die Animation durchgesprochen haben, die Tiefe, die Breite, immer noch teils die random Elfmeter. Wir schauen uns das an. Ich gehe ein Viertel der Geschwindigkeit rein. Ich verteidige das, by the way, sehr bad. Der Gegner macht das gut. Ich gehe auf Campbell. Der Gegner schießt mit seinem Ronaldinho. Na, Campbell geht leider nicht in den Ausfallschritt, an den Ball ran. Ich halte den Ball. Und hier, guckt euch das an. Hier hinten fällt scheinbar von Campbell der Ronaldinho. Während er den Schuss rausbekommt und ich einfach nur dastehe. Auch wieder kein perfektes Paradebeispiel, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Diese Situationen müssen so schnell wie möglich umgehend gepatcht werden. Denn dann, wenn du sogar noch aktiv verteidigst, und nicht der KI vertraust, darum sollte es ja gehen. Jemand, der aktiv verteidigt, der sollte ja immer in der Regel belohnt werden. Na? Wirst du dafür sogar noch gepunished, weil du mit dem Spieler manchmal dastehst, wo du nicht spielen solltest und dementsprechend einen auf die Fresse bekommst. Und oder die X-Animation, was mittlerweile besser geworden ist mit den Remplern, gerade wenn der Spieler gewissen Playstyles hat und oder auch mit der Kreistaste, gibt es einfach Animationen, die dann rauskommen, die sind einfach absoluter Bullshit. Und das ist absolut, 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 absolut nervig. So. Das sind ein paar Clips gewesen, die ich euch jetzt gezeigt habe, die ja so ein bisschen untermauern sollten, was ich euch hier verklickern möchte. Und nun kommen wir noch zu zwei Sachen, wozu ich auf die Schnelle keine Clips gefunden habe, aber ich werde sie doch einmal erwähnen. Das sind zum anderen Finesse-Shots. Finesse-Shots sind eine absolute Katastrophe in diesem Game. Holy shit, es ist der Wahnsinn, gerade mit diesem Playstyle. Die Playstyles sind eine sehr, 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 sehr coole Neuerung. Hätte ich vorhin auch bei den coolsten Neuerungen zu FC24 erwähnen können, definitiv. Ist eine coole Sache, macht viele Spieler spielbarer, als sie es in den letzten Jahren waren. Und das begrüße ich. Kuss geht raus. Aber auch hier wieder, die Art und Weise, wie es funktioniert und gebalanced ist, ist einfach Quatsch. Paradebeispiel Son. Ja, den werden ja sehr viele von euch spielen, den werden sehr viele von euch gemacht haben. Es gibt diese Spots, wo du schießen kannst. Jeder kennt sie. Der Ball fliegt, der Torwart läuft nach hinten, springt, bekommt den Ball nicht, Gegentor. Ist der Playstyle zu stark oder ist der Torwart zu schwach? Meiner Meinung nach treffen beide Faktoren ein klein wenig zu. Ich würde mir wünschen, yay, wenn ihr es patchen wollt, kümmert euch erst um die Keeper und drosselt dann im zweiten Schritt gegebenenfalls den Finesse-Shot als Playstyle Plus. Da geht es nicht darum, dass der nicht funktionieren soll. Ich habe kein Problem damit, aus Son auch mal aus 30 Metern einen Finesse-Shot zu kassieren. Aber bitte dann, dass es zum einen nicht jedes Mal funktioniert und zum anderen, dann soll er bitte Green Time Finish benutzen, dafür ist es da. Wenn er es 10-mal versucht und es dann einmal klappt, dann ist das okay. Dann ist das okay. Aber genauso wie die Leute, die dann sagen, ja, dann move doch einfach den Keeper. Meiner Meinung nach kannst du hier wieder nicht von einem Spieler verlangen, dass ein Angreifer, der den Ball kurz zurückerobert, ich würde euch so gerne diesen einen Clip zeigen mit dem Finesse-Shot, aber ich habe ihn leider nicht gefunden. Mein Verteidiger hat den Ball, so aus ungefähr 25 Metern. Ich verliere den an Son durch eine komische Kollision. Aus dieser Kollision heraus, wegen dem Balance- und Agility-Wert, der bei Son nicht mal so richtig gut ist, kann Son relativ gut sich lösen und instant aus dem Zweikampf drückt der Gegner Finesse-Kreis und der Ball fliegt in eine riesen Bogenlampe oben in den Giebel. Wie soll ich da den Torwart moven? Das kannst du doch von einem Spieler nicht verlangen, dass ich verteidige, auf meinen Spieler achte, ich time, wann ich die Kreistaste oder X-Taste drücke, teils gerade noch in den Sidesteps mit L2 bin, vielleicht noch mit R1 einen zweiten Spieler für Second Man Press ranhole und dann noch im Hinterkopf, im Kopf behalte, okay, der könnte gleich den Finesse-Shot auspacken. Ich move nochmal den Keeper und muss mich um 20.000 Dinge kümmern, währenddessen der Angreifer R1-Kreis drückt.
und die Animation kommt und der Ball ist drin. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Selbiges gilt für Trivella. Auch das ist ein riesengroßes Problem. Finesse Shot meiner Meinung nach ein bisschen stärker als Trivella, weil die Spots dafür ein bisschen einfacher sind. Aber auch Trivellas sind einfach absolut stark. Und das leider nur, weil die Torhüter komplett reinscheißen. Und auch hier wieder, ich habe kein Problem damit, einen Trivella-Schuss zu kassieren. Gerne auch aus 25 Metern, gar kein Problem, oder einer 16er-Kante. Aber bitte per Green-Time-Finish und bitte nicht jedes Mal. Sondern der Random-Faktor dahinter sollte immer noch gegeben sein, dass man dafür gehen kann, aber man geht ein gewisses Risiko ein. Das ist aktuell nur bedingt der Fall. Dementsprechend auch eine Katastrophe. So, nächster Punkt, wenn wir schon dabei sind bei der 30-Minuten-Marke, sind generell die Balance der Playstyles. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass EA gerne Sachen neu ins Spiel implementiert und ins Spiel bringt, die am Ende des Tages eher in Head-to-Head oder im normalen Modus außerhalb von Ultimate Team getestet werden und da dann einen gewissen Mehrwert bieten. Aber man darf nicht vergessen, und das müsste eigentlich die Grundlage sein, wie EA alles testet, wie sieht es aus mit Spielern in Ultimate Team? Zum einen unter Bedingung der Chemie mit einem Camp-Style und vor allem, wenn es immer ein Totti- und Tots-Karten sind. Und die Spieler anfangen, wirklich viele oder mehrere Playstyle-Plus-Varianten zu haben oder generell viele Playstyles zu haben. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Ja, wenn ich hier mein Evolution... Habe ich hier noch mein Evolution Evander angucke, der hat ja jetzt schon 1 Million Playstyles und bringt alles mit sich. Und spielt sich dementsprechend natürlich auch cool. Aber auch hier muss man schauen, dass man die Sachen ein bisschen justiert. Da muss man das Ganze dann mal mit Spielern testen und es selber spielen und das Ganze mal probieren auszureizen. Weil das macht die Community. Das machen Spieler und gerade allen voran Pro-Gamer, die da natürlich zum einen den Content drin sehen, aber es natürlich auch machen müssen, weil das deren Job ist, dass die probieren, alles in diesem Spiel umzudrehen und nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen. Und wenn ihr selber alleine nach der Nadel im Heuhaufen sucht, wird das sehr schwierig. Oder wenn das 10, 20 Leute machen. Aber wenn das 1 Million Leute machen, dann wird irgendjemand diese verfickte Nadel finden und der kann dann dementsprechend ein relativ schnelles TikTok machen oder ein YouTube-Video, um die Reichweite mitzunehmen, um den Leuten zu zeigen, wie cool, einfach, simpel und toll das doch alles ist. Und dann ist am Ende des Tages das Spiel wieder ein bisschen kaputt gegangen. Also reagiert da bitte ein bisschen schneller. Ihr könnt Dinge hotfixen, ihr könnt Dinge schneller bringen, ihr könnt Sachen diverse, also sehr, sehr schnell deaktivieren, etc., etc. Macht es bitte einfach in einigen Fällen. Ansonsten, wie gesagt, Neuerungen sehr cool. Und ich bin großer Fan von den Playstyles, aber die gehören definitiv feinjustiert. So, und jetzt kommen wir zu meiner Meinung nach mehr oder weniger fast schon Ende. Aber allen voran einer der Dinge, die mir noch mit am allermeisten sauer aufstoßen. Es tut mir leid, dass das Video jetzt so unfassbar lang geht. Aber ich wüsste nicht, wie ich das Ganze sonst chronologisch und nachvollziehbar anders strukturieren sollte. Und das sind Game Modes, aka Skill-Based Matchmaking. Der gute Nick hat vor kurzem ein YouTube-Video darüber gemacht, beziehungsweise Run the Foot Market. Kuss geht raus. Gibt auch wahrscheinlich schon ein paar Leute, die darauf reagiert haben. Ich sage es selber mittlerweile seit ein paar Jahren. Und das ist der Grund, warum ich dieses Jahr angefangen habe, für Zuschauer die Weekly-Qualifikation zu spielen. Es gibt keinen Modus mehr in diesem Spiel, den man entspannt spielen kann. Es sei denn, wenn man ein guter Spieler ist, und das muss man jetzt ganz klar erwähnen, wenn man ein guter Spieler ist, dann kannst du die Weekend League und die Weekend League Qualifikation, ich bleibe immer noch bei den alten Begriffen, ja, kannst du ohne Probleme spielen, bis zum gewissen Grad. Und die machen Spaß. Und die funktionieren auch gut. So ist es nicht. Es geht ja nicht darum bei Skill-Based Matchmaking, und da verweise ich auch auf das Video von Haptic, der das Ganze, mehr oder weniger ein bisschen beleuchtet hat, wie das in COD abläuft. Und in FIFA ist es ähnlich, nur nicht ganz so extrem. Da geht es ja nicht darum, dass jemand, wenn ich mich darüber beschwere, möchte, dass er die ganze Zeit gegen schlechte Gegner spielt und alle wegknallt. Nein, das will ich nicht. Ich will mal gegen schwächere Gegner spielen, mal gegen gleich gute Gegner spielen und ruhig mal gegen den besseren Gegner spielen. So wie das in Gaming einfach seit 20 Jahren gefühlt mittlerweile abläuft. So habe ich Counter-Strike gelernt, so habe ich Battlefield gelernt, so habe ich damals jedes andere Multiplayer-Spiel gelernt. Und ich habe mich nie vom Kopf gestoßen gefühlt, dass Leute in einer Lobby waren, die besser waren als ich. Das spricht nichts gegen. Von denen konnte ich gegebenenfalls was lernen, von denen konnte ich mir was abschauen. Ich habe teils zu denen aufgeschaut. Ja, einen meiner ersten Counter-Strike-Lobbys, als da einer stand, der 21-1 stand, dachte ich mir, heilige Scheiße, was ist das für ein heftiger Ficker? Wie geil ist der Typ bitte? So, und dann hattest du irgendwann deine Lobby und da standest du dann mal 21-2 und da warst du stolz wie Oscar drauf. Das alles existiert aber nicht mehr. Ja, außer in der Weekend League Qualifikation und in der Weekend League bis zum gewissen Grad, je nachdem, wie du halt stehst. Weil, und das ist der entscheidende Punkt, abgesehen davon gibt es nur noch Rivals. Ich klammere jetzt ganz bewusst
Draft aus, weil Draft ist ein Modus, für den man Coins bezahlt oder FIFA-Points bezahlt. Und ich kann nicht mit meinem Team spielen, sondern mit einem Random-Team. Das ist eine nette Sache, aber der Modus ist völlig irrelevant, weil den EA auch seit 100 Jahren nicht mehr angepasst hat. Sowohl das, was er kostet, als auch die Rewards, die dabei rumkommen, sind größtenteils einfach Trash. Da ist es aber noch so, dass wir vom Matchmaking her random sind, beziehungsweise je nachdem, wie weit wir spielen, spielen wir ebenfalls gegen den Gegner, im besten Fall, der so weit ist wie wir selber. So, Freundschaftsspiele gibt es mittlerweile auch, Skill-Based Matchmaking, kann jeder bestätigen, kann jeder gerne mal in die Kommentare schreiben, wer bis hierhin geguckt hat. Freundschaftsspiele sind gefühlt teils schwitziger als Rivals, das ist der Wahnsinn. Ja, und dann gibt es am Ende des Tages noch Rivals. Und in Rivals sieht es so aus, dass man ja mittlerweile nicht mehr deranken kann. Also immer dann, wenn eine Season zu Ende ist, wird man zwar gederankt, aber es geht eigentlich nur in eine Richtung und das ist nach oben. Und hinzu kommt, dass sich ein Unentschieden anfühlt wie eine Niederlage. Eine Niederlage ist natürlich eine Niederlage und in diesem Modus nichts anderes zählt als ein Sieg. Das heißt, die Leute geben sehr, sehr viel für einen Sieg. Und es ist einfach beschissen und es ist auch hier wieder völlig egal, ob ich Elite Division Spiel, Division 1, 2, 3, 4, 5 oder sogar in Division 8 bin, für jeden fühlt sich die Partie gleich an. Das ist ja der Sinn von Skill-Based Matchmaking. Du zockst die ganze Zeit gegen einen Gegner, der auf deinem Niveau in etwa ist und entweder du gewinnst, du verlierst oder du spielst unentschieden, was sich anfühlt wie eine Niederlage. Und wenn du die Rewards haben willst, musst du gewinnen. Für manche Leute sind diese 7 Siege holen in Rivals einfach fast unmöglich. Die haben A, die Zeit nicht. Die haben B, einfach die Möglichkeit gar nicht, weil wenn du immer weiter nach oben aufsteigst mit der Zeit, werden die Gegner ja auch immer härter. Und wenn du mal hardstuck bist in der Division und du kriegst die ganze Zeit auf die Fresse, dann kommst du da ja auch nicht wieder raus. Du kannst ja nicht mehr deranken. Du bist darin mehr oder weniger gefangen. Das heißt, du spielst dieses Spiel, theoretisch gesehen, um zu verlieren. Das ist doch hirnrissig. Und dann wirst du nicht mal dafür belohnt, sondern wirst auch noch, dir werden auch jegliche Rewards und alle Belohnungen genommen, weil du die ja gar nicht erst erreichst. Auch das trifft nicht auf viele Spieler zu, aber definitiv auf einige. Und das kann es doch nicht sein. Also, EA, bitte, 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 gebt uns einen Modus, in dem wir spielen können. Bringt mir die Goldturniere zurück oder sonst irgendetwas. Das ist mir völlig egal. Macht da 10 Runden rein. Und selbst wenn ich am Ende nur 500 Münzen bekomme, dann kann ich den ganzen Tag dieses Turnier spielen. In den ersten Runden kriege ich schwächere Gegner, in den nächsten Runden kriege ich stärkere Gegner, am Ende kriege ich Leute, die dann wahrscheinlich genauso gut sind wie ich oder sogar besser und dann wird es schwitzig. Und das ist doch vollkommen okay. Das will ich. Und genau so kann sich auch jemand wirklich mal verbessern und an sich arbeiten. Weil wenn du die ganze Zeit in Division 8 auf einem sehr schwachen Niveau gegeneinander spielst, aber es sich trotzdem für alle schwitzig anfühlt, die werden ja auch nicht besser. Die können ja vom Gegner nichts lernen, weil die spielen ja beide eigentlich gleich. Also im schlimmsten Fall. Ne? Der eine spielt einfach nur einen Ticken besser als der andere. Aber das ist ja trotzdem nicht so gut gegen noch weniger gut. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja gar nicht böse gemeint. Es kann nicht jeder perfekt in diesem Spiel sein. Es kann nicht jeder der Elite Division sein oder sonst irgendetwas. Und das sollte ja auch gar nicht der Fall sein. Aber bitte, und das ist meine größte Bitte, und ich bereue es gerade, dass ich das hier am Ende vom Video sage, bringt uns einen Modus, den man unter der Woche entspannt spielen kann. Ganz entspannt. Und wie gesagt, ich will keine großen Belohnungen haben. Will ich nicht. Ich will einfach nur dieses Spiel anmachen können und ich will es spielen können und in manchen Partien den Kopf ausschalten können. Und das geht in Rivals einfach nicht. In den aller seltensten Fällen. Das heißt, ich warte darauf, dass die Weekend League vorbei ist, mache meine Weekend League Quali, dann habe ich wieder 5 Tage nichts zu tun im Spiel und das sollte ja auch nicht im Interesse sein von EA. Dann erschwitze ich mir meine 7 Rivals-Siege zusammen. Danach bin ich eh gefrustet des Zorns und dann geht immer die Weekend League los und da sind dann ein paar Spiele entspannt, ein paar Spiele ein bisschen schwitzig und ein paar Spiele bockschwer. Da ist dann wieder alles in Ordnung. Aber auch das darf man nicht vergessen, ist für viele schon viel zu weit weg. Ja, die Weekend League ist für viele 10 Siege oder mehr holen ganz schwierig. Es gibt viele Leute, die nicht mal die Weekend League Quali schaffen. Das heißt, die haben einen Modus, den sie spielen können. Das ist Rivals. Und das kann es doch nicht sein. Bitte, ey. Bitte, bitte, bitte. Verdammt, ey. Ja, das war's von meiner Seite aus. Tut mir leid für dieses sehr lange und wahrscheinlich sehr gefrustete Video. Aber all das nur, weil mir sehr viel an dem Herzen liegt. Ich will für EA nur das Beste, ich will für die Community nur das Beste. Ich will für uns Spieler, also der Community, wirklich, wirklich nur das Beste. Und ich hoffe, ich konnte jetzt die größten Probleme und Fehler ein bisschen aufzeigen. Tut mir leid für das lange Video. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin zugeguckt. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin hier raus. Bis zum nächsten Mal. Peace.